Du erinnerst dich an das Gefühl, nicht wahr? Das Gefühl, dass du beobachtet wirst, dass du tot bist, wenn du die geringste Bewegung machst. Jeder hatte diese Angst als Kind. Du wachst in der Nacht auf, kannst nicht wieder einschlafen, wälzt dich von einer unbequemen Position zur nächsten und hoffst, einen Weg zum plötzlichen Schlaf finden zu können. Du gibst auf. Es gibt keine Möglichkeit, dass du bald wieder einschläfst. Also drehst du dich einfach auf deine Seite und starrst aus dem Fenster. Die Straße, die Lichter, die Bäume, alles scheint im Schutz der Nacht so seltsam. Du versuchst, deine Gedanken von Ablenkungen stillzuhalten. Denkst daran, dass du immer noch einschlafen musst. Und dann überkommt dich dieses Gefühl. Das Gefühl kommt über dich wie eine eiskalte Decke, die sich gerade über deinen Rücken ausgebreitet hat. Du erinnerst dich daran, dass es Nacht ist. Und in dieser Nacht ist es die Angst, die gerne jagt. Du fühlst dich fast so, als ob du von hinten beobachtet wirst. Du kannst es nicht sehen, aber seine Augen sind auf dich gerichtet. Du möchtest dich bewegen, aber du kannst nicht. Denn wenn du es tust, wird dir etwas Schlechtes, nein, etwas Schreckliches passieren. Das Einzige, was du tun kannst, ist ruhig und still zu bleiben. Dann wird es dich nicht bemerken. Während du auf dem Bett liegst und vor Angst erstarrt bist, fängst du an, über deine Bettwäsche nachzudenken. Wenn du nur schnell genug deine Bettdecke packen und sie über dich werfen könntest, um deinen Körper vor der bösen Monstrosität zu verbergen, die hinter dir steht. Es könnte getan werden. Vielleicht, wenn du schnell und präzise bist, könntest du Erfolg haben. Du entscheidest dich, nicht mehr zu denken. Du setzt dich auf und greifst mit beiden Händen nach deinem Bettlaken. Ohne dich im Zimmer umzusehen, schnellst du wieder nach unten und bedeckst dich mit einer dicken Decke. Sicherheit. Dann kommt dein Verstand zu dir zurück und du erinnerst dich daran, dass da nichts ist. Dunkelheit bewölkt deinen Geist und lässt ihn halluzinieren. Und die einzigen Einschränkungen ist deine Fantasie. Du steckst langsam deinen Kopf aus den Laken und deine Augen huschen durch den Raum. Nichts. Du legst deinen Kopf wieder auf das Kissen und treibst langsam in den Schlaf. Das ist die Angst jedes Kindes. Und die Eltern sagen ihren Kindern immer, sie sollen wieder einschlafen und dass es gut für sie ist, ihre Ängste zu verarbeiten. Sie haben Unrecht. Denn was sie nicht wissen ist, dass die wirkliche Angst der Kinder unter ihrem Bettlaken nicht das ist, was über ihnen steht, sondern das, was sie unter der Decke anstarrt.